und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ich bin total aufgeregt, weil die nächsten 2 Wochen geht es bei mir ums Thema Grillen. Ich habe ja am Freitag schon ein Einstiegsrezept gemacht. Das war die Zupfpizza. Die könnt ihr als Beilage, als Beigabe geben für das Grillen zum Fleisch und so weiter, anstatt Baguette. Ihr könnt allerdings sie auch fürs Fußballspiel, Kinonachmittag oder was auch immer. Die ist, ich habe dieses Wochenende wieder so eine große gemacht, und für 20 Leute, und die war ist total cool angekommen, ne? Also wenn ihr Komplimente sammeln wollt, dann macht ihr die Zupfpizza. Ansonsten habe ich ganz, ganz viele leckere Sachen mit euch vor. Verschiedene Marinaden, Grillgemüse und hast du nicht gesehen, werdet ihr aber noch sehen. Heute machen wir eine Erdbeer-Balsamico-Konfitüre. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Konfitüre passend zum Fleisch. Das könnt ihr also zu kurz gebraten, zu Steak dazugeben. Ihr könnt es allerdings auch über einen Camembert geben, zu einem Camembert geben. Beim Frühstück geht es auch, und zwar auf Gouda-Käse. Ach, das ist so lecker. Einer meiner Lieblingskonfitüren geworden. Und ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Das ist überhaupt nicht viel. Wie ihr seht, ihr braucht nur 450 Gramm Erdbeeren. Ihr braucht 50 Gramm dunklen Balsamico-Essig und 300 Gramm Gelierzucker. Ich habe jetzt hier gefrorene Erdbeeren, weil es ja noch keine Erdbeersaison. Beziehungsweise ja, die frühen Erdbeeren, aber die sind meistens noch nicht so schmackhaft. Wir holen unsere Waage hoch und die, ich habe sie jetzt antauen lassen, ungefähr 15 Minuten, und gebe sie jetzt einfach in den Mixtopf. Ja, 104, das ist Schnapszahl, ne? 444. So, das werden wir uns jetzt zerkleinern. Und zwar 20 Sekunden auf der Stufe 10. Ihr seht jetzt, ist so ein richtig schönes Mousse geworden. Das gebt ihr jetzt nach unten. Bei diesem Rezept braucht ihr keinen Zitronensaft, weil die Farbe muss nicht erhalten bleiben. Wir machen ja sowieso Balsamico rein, dann wird das Ganze etwas dunkler. Und zwar, komm schon, so, 50 Gramm Gelierzucker. Ich habe jetzt hier den 2 in 1 genommen. Das wollen wir jetzt kurz verrühren, damit das, ja, der Zucker sich auch einfacher verteilt. Sonst knirscht das Messer manchmal so. Und das kochen wir jetzt auf. 15 Minuten. 100 Grad auf der Stufe 3. Und ich sage jetzt nochmal dazu, das ist ja je nachdem, wie ihr Früchte verwendet, ob das jetzt frische Früchte sind oder Tiefkühlfrüchte, ist das so eine Sache. Wir können eine Zeitangabe geben von 15 Minuten, aber wichtig ist, dass es 4 Minuten auf 100 Grad kocht. Dann müsst ihr halt zwischendurch mal beobachten, ist es schon auf 100 Grad, und dann muss es noch 4 Minuten Ablaufzeit sein. Wenn nicht, müsst ihr halt vielleicht noch eine Minute dazugeben oder so. Auf jeden Fall bei Temperaturerreichung von 100 Grad muss es 4 Minuten kochen. Die Erdbeer-Balsamico-Konfitüre ist fertig. Sie hat jetzt bei mir nur 13 Minuten gebraucht, weil hat zu so schnell aufgekocht, war es auf 100 Grad
Und dann habe ich einfach 4 Minuten sprudelnd kochen lassen. Schaut mal. So lecker sieht sie jetzt aus. Und die kommt jetzt sofort ins Glas. Die Gläser, da mache ich immer kochendes Wasser rein und lasse es überlaufen und dann ungefähr 5 Minuten stehen, damit die ganzen Keime abgetötet werden. Und achte halt auch jetzt darauf, dass ich den oberen Rand mit den Fingern nicht mehr berühre. Und dann jetzt einfach auffüllen. Und ich liebe diesen Trichter, den findet ihr auch in der Empfehlungsliste, weil kommt man hier an den oberen Rand, weiß man, Glas ist voll. Also da muss man sich auch jetzt nicht bemühen, dass man dann richtig abschätzt, ist es voll oder nicht. Einfach bis zum oberen Rand und dann weiß man, Glas ist voll. So. Viele sagen ja, ja, man soll die Gläser auf den Kopf stellen, wegen dem Vakuum. Das ist nicht der Fall. Es hat mit dem Vakuum recht wenig zu tun. Es geht einfach nur darum, dass dann die heiße Masse auch in den Deckel kommt, um dort eventuell Keime auch abzutöten. Auch selbst wenn ihr jetzt die Gläser nicht auf den Kopf stellt, zieht es trotzdem Vakuum beim Abkühlen. So, und das Kleine kommt dann direkt in den Kühlschrank. Ne? Ich habe jetzt 2 Gläser rausbekommen. Na, die Gläser im Übrigen, werde ich auch immer gefragt, wo ich die her habe, schreibe ich euch auch unten in die Empfehlungsliste rein. Und das kommt nachher direkt in den Kühlschrank, das wird dieses Wochenende vernichtet. Schaut mal, so schön ist sie, dunkel, lecker, was will man mehr? Und die Leute werden echt, zuerst denkt man Erdbeer, Balsamico-Konfitüre und das auf Fleisch. Aber wenn sie probieren, sind sie verrückt danach. Wie ich zum Beispiel. Ich wollte eigentlich euch zeigen, ne? Hab schön ein Brot gemacht und konnte es ja doch nicht abwarten. Hab schon reingebissen, weil. Auf Goudakäse. Der Knaller. Ihr müsst sie wirklich probieren. Ich will auch gar nicht mehr so viel reden. Macht sie euch einfach und dann seid glücklich, so wie ich gerade. Ansonsten einen wunderschönen, wunderbaren Start in die neue Woche und wir sehen uns wieder am Mittwoch und ich glaube, da mache ich mariniertes Grillgemüse. Freut euch drauf. Bis dann, eure Claudia. Ciao.